Hier brennt gerade ein Haus, der Dachstuhl befindet sich in Brand. Das Haus ist nicht bewohnt, es befindet sich gerade aktuell in einem Renovierungszustand. Die Inhaber sind nicht vor Ort, weil die woanders wohnen, in einem anderen Ort. Und dadurch sind auch keine Personen in dem Haus vorhanden. Hier sind mehrere Feuerwehren im Einsatz, die Drehleiter aus Diepholz, die Feuerwehren aus Eidelstedt, Aldorf, Drentwede zur Unterstützung und natürlich auch Barnsdorf. Die Lage war folgendermaßen, der Dachstuhl, der befand sich im Brand, also die Flammen, die schlugen oben aus dem Dach. Und dadurch hat die Feuerwehr Barnsdorf die ersten Löschangriffe vorgenommen. Schwierigkeiten gab es keine, man hat eine Wasserversorgung gelegt und fing dann gleich an, Löscharbeiten durchzuführen. Gleichzeitig wurden dann Atemschutzgeräteträger bereitgestellt, die dann auch noch ins Haus die ersten Erkundungen gemacht haben.